all sounds as if they'll be winning the game against Bright Flash Lights. Please, immediately stop playing and consult a doctor if you experience that. And this is the reason I faced when jerking. Jerking? Vampire Überlebende, Vampire Survivors, einen wunderschönen wünsche ich euch. Herzlich willkommen zu diesem Video. Es ist alles in Ordnung mit eurem Bildschirm. Dieses Spiel, das soll so alt aussehen. Ist da so ein kleiner, wuseliger Pixel in die Hitze, der um die Ecke schlawinert kam? Es wird sehr viel gepixelt heute. Sehr viel, also ich werde nicht aktiv pixeln, aber es wird sehr viele Pixel geben auf dem Bildschirm im Video. Vielleicht werde auch ich noch verpixelt. Man weiß es nicht. Und es soll aber ein ganz cooler Gameplay-Loop sein. Also eigentlich kann ich im Vorfeld gar nicht so viel erzählen, weil ich habe nur gesehen, wie viel auf dem Bildschirm rumwuselt und dachte mir, ey, das finde ich mit Vampiren eigentlich ganz geil. Version 0.2.11, Early Access. Besonders geil finde ich aktuell die Sprachoption. Mache ich auf Englisch oder mache ich auf Englisch? Ist die Frage, ne? Und jetzt schaue ich da einfach mal rein. Oder kann ich von Anfang an Power-Up machen? Nee, oder? Ich hab kein Geld. Ist ja wie im echten Leben. So, Antonio. Hat so ein bisschen Castlevania-Vibes auch hier. Antonio Belpese. Das klingt wie eine leckere Pesto. Der bekommt 10% mehr Schaden, oder erteilt wahrscheinlich 10% mehr Schaden aus alle 10 Level, maximal bis 50%. Und dann haben wir hier noch 3 weitere Charaktere, die man wohl später freischaltet. So, lass starten. Okay, greife ich automatisch an? Also, ja, sieht so aus, ne? Also es geht darum, Vampire, überall Vampire, ne? Das bemerkt man ja jetzt schon hier. Vielleicht kann ich irgendwie schneller laufen? Ich glaube nicht, ne? Ich kann auch die Maus benutzen. Ich bleib mal bei WASD. So im ersten Moment. Und der Angriff, der passiert ganz automatisch. Und es macht natürlich Sinn, sich dann da so ein bisschen richtig zu positionieren. Wow! Level up! H-Damage, guck ihr, das meine ich mit vielen Pixeln. Sieht bestimmt toll aus mit der YouTube-Kompression, aber mein Renderprogramm wird natürlich das Beste geben. Nur für euch. Also entweder ein Projektil mehr, oder ich gehe jetzt auf die Axt, oder ich nehme noch die King Bible. Das klingt doch eigentlich ganz geil hier. Jetzt habe ich eine... Ja, läuft die jetzt automatisch, oder muss ich die einsetzen? Ja, guck mal, ich habe eine... Oh, Alter! Die Bibel fliegt um mich herum! Ich weiß gar nicht, ob ich nehme mal die Maus hier so aus dem Bild so ein bisschen raus, ne? Die braucht man ja eigentlich nicht. Also nur, wenn ich irgendwie am Auswählen bin. So, ja, komm mal hier schön drauf. Es ist aber gar nicht, also jetzt, wo ich es jetzt hier mal auf meinem eigenen Bildschirm sehe, finde ich es eigentlich auch ganz schön gepixelt. Hey. Noch die King-Bibel noch weiter upgraden? Kann ich eine Axt dann gleichzeitig mit meiner Peitsche haben? Das ist wohl immer ein Upgrade, was man wählt. Also deswegen hat es auch übrigens Rogue-Light-Elemente. Schmeißen wir mal ein bisschen mit Fachbegriffen um uns. Fires at the nearest enemy. Ach komm, ich upgrade meine King-Bible. Oh, ich bin der Bibelmann. Ganz schön blasphemisch hier. Und jetzt kommen so langsam auch stärkere Gegner um die Ecke. Also verschiedene, unterschiedliche Vampire. Bisher hatten wir ja nur so langweilige, kleine... Das ist auch eine extra starke Fledermaus, fällt mir auf. Man muss halt immer so ein bisschen schauen, ne, dass man hier nirgends reingelangt. Wo man nicht drin sein will. Also, dass man nicht plötzlich zu krass eingekesselt wird. Deswegen ist es eigentlich nur wichtig, in Bewegung zu bleiben. Und in Bewegung bleiben, das kann ich sehr gut. Und natürlich dann dementsprechend die Sachen zu nutzen, die Angriffe, die man hat. Also, wenn hier die 2 Bibeln rausgehen, dann macht es halt Sinn, dass ich irgendwie so ein bisschen in der Nähe der Leute bin. Weil dann gibt es ordentlich Damage. Mein Hauptangriff, würde ich sagen, der ist irgendwie aktuell nicht so super optimal. Und ich komme auch jetzt nicht so hardcore krass mit dieser einen etwas anders leuchtenden Fledermaus klar, ne? Die stirbt einfach nicht. Die hat irgendwie besonders viel Leben. So, warte. Man muss sich halt immer so ein bisschen hier hinstellen, ne? Um... Jetzt mache ich mal hier richtig Damage. Mama! Was kommt denn da oben rechts rein? Okay, da muss man jetzt... Ich glaube, da macht meine Bibel echt Sinn. Ergibt Sinn. Sorry, ich bin schon völlig fertig, weil hier so viel abgeht. So viel auf dem Bildschirm ist. Das ist so ein kleiner Sensory Overload. Ich mach weiter die Bibel. Ich werde der Bibelkrieger.
Zock, Alter. Das muss ich aber hier richtig. Das. Wo ist eigentlich mein Leben? Ach, unter mir direkt. Okay, die haben ein ganz anderes Muster. Fällt mir hier so auf. Was ist denn da unten? Ist das ein Medikit oder so? Treasure found! Das wird eine ganz schreckliche erste Runde, wenn das so weitergeht. Ich habe leider nicht genügend Kraft, um mir diese riesigen Fledermausschwärme auch nur im Ansatz zu kontrollieren. Holy shit, das ist eine Lootbox! Aber es geht natürlich auch darum, dass man irgendwann stirbt und dann das Geld im Shop ausgibt für wahrscheinlich dauerhafte Boni, sodass man jede Runde, abseits von den Upgrades, die man nur für die Zeit bekommt, eben noch weitere Updates bekommt. Ne? Was habe ich jetzt hier eigentlich? Ist wieder die Bibel, glaube ich. Ne? Ich habe wieder irgendein... Hey! Ich da konnte mich gerade nicht bewegen, ey, weil ich nochmal ein Level abbekommen habe. Generates Damaging Zones. Ich glaube, es macht Sinn, hier mein Damage, weil hier ist gerade so viel los. Wenn ich den jetzt mal reduziere, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ich reduziere mal mein Damage so ein bisschen. Und hoffe einfach, dass die Bibeln hier dafür sorgen, dass... Mein Hauptangriff ist halt nicht sonderlich strong. Beziehungsweise geht immer nur in die Richtung, wo ich dann schaue. Das ist suboptimal. Oh Gott, das war jetzt hier... Hey! Nein! Ach, nicht mal. Ich habe es nicht mal 10 Minuten geschafft. Oh mein Gott, jetzt schaltet ihr alle bestimmt aus, weil das Gameplay nicht gut war. Das ist doch hier ein MLG-Channel. Brrr. Quit. Ja, aber guck mal, schon mal ein Achievement bekommen, ne? Ich habe die Bibel auf Level 4 bekommen und Level 5 ist auch ein Achievement. Also wenn es dafür zumindest schon mal ein Achievement gibt. Guck mal, überlebe eine Minute. Also es muss auch Leute geben, die vielleicht schon mal früher gestorben sind. Da sieht man auch meine DPS, ne? Die ist halt durch die Bibel ganz gut angestiegen, aber meine Hauptwaffe, die war nicht so ganz geil. Und ich habe 3 Unlocks. Okay, vielleicht sind das auch die. Das sind die Achievements. Die wiederholen sich hier gerade die ganze Zeit. Mir fällt gerade das erste Mal diese wunderschöne Priesterin auf der rechten Seite auf. Wie sie mich anguckt. Es sieht zwar so aus, als hätte ihr gerade jemand das Genick gebrochen. Das ist die Frau von Dr. Strange, ne? Weil hier mit den... Also ist das eigentlich inspiriert? Ist ein... Oh, das mal hier so. Kann ich jetzt schon Power-Uppen? Nee, ne? Das kostet nämlich alles 200, 600. Also da braucht man schon so ein bisschen. Wir gehen direkt nochmal rein. Diesmal wird's krasser. Es wird besser. Ich hab's ja jetzt auch drauf. So, ne? Ich mache auch doch so ein bisschen Damage auch nach hinten. Ey, jetzt habe ich mir direkt am Anfang Schaden geholt. Bin ich der schlimmste Mensch, den es gibt. Jetzt gehe ich mal auf die... Hey, komm, ich upgrade jetzt einfach mal hier meine Whip. Ja, guck mal, die geht jetzt nämlich auch nach hinten. Und das ist natürlich überstrong. Weil ich habe davor die ganze Zeit nur in eine einzige Richtung zielen können. Völlig sinnlos, völlig nutzlos. Geil wäre es halt, wenn ich häufiger angreifen würde. Weil das wird langsam schon ein Problem, dass man... Ja, eins... 2, 1, 2. Ja, das dauert 2 Sekunden ungefähr zwischen verschiedenen Angriffen. Und die richtige Begeisterung fürs Spiel wird ja erst kommen, wenn hier wirklich richtig viel auf dem Bildschirm los ist und wir da auch dementsprechend mächtig durchpeitschen. Und nicht hier irgendwie, das ist ja richtig traurig, das ist ja hier, das sind ja nicht mal, was sind das? Das sind doch keine hochrangigen Vampire, das sind wirklich nur irgendwelche abgeknechteten Fledermäuse. So, deswegen gehe ich jetzt voll auf die Peitsche hier, in die Action rein. Aber volle Kanne. Frage ist, ob noch mehr Secrets sich auf der Map hier und da befinden. Also wir haben ja einmal hier so eine Treasure Chest gefunden. Oben rechts sieht man übrigens auch, wie viel ich umgebracht habe bisher. Ne? Da sind wir bei 63 jetzt. 65 und so weiter. Schon ganz interesting. Und insgesamt läuft halt Zeit ab und das Blaue ist wohl unsere Erfahrung. Oh, ich muss echt aufpassen. Man kriegt richtig schnell, das ist nicht so ganz einzuschätzen, wo man vielleicht noch irgendwie abhauen könnte und wo nicht. Ganz häufig kann man eher gar nicht mehr abhauen, sobald man einmal zu nah an den Schlingeln dran ist. Und jetzt gleich bin ich aber auf dem nächsten Level, das kann ich aber auch wirklich gut gebrauchen. So. The Magic Wand ist vielleicht mal ganz gut, um wirklich genau das zu verhindern, dass wenn nur ein Gegner etwas zu nah an mich rankommen würde, dass ich das mal verwende, um dann den möglichst schnell auszuschalten. Hier, Fires at the nearest enemy. Ja, cool, das ist gut. Das ist sehr gut. Okay, da ist die Chest hat übrigens, also die Schatzkiste, die kam aus der Fledermaus, das macht eigentlich Sinn, die schneller zu killen, die diese tolle Umrandung hatte, also besonders stark war. Das ist dann wohl eine hochrangige Fledermaus, die Fledermaus-Mama. So, die ganzen armen Fledermausweisen. Manchmal trifft man ja Fledermäuse nachts, ne?
Wenn ich immer wild hier rumflattern, ich habe immer Angst, dass die mir ins Gesicht fliegen. Aber vielleicht bin ich eigentlich auch ein Vampire und das sind meine Freunde. Habt ihr darüber schon mal nachgedacht? Was ist es? Magic Wand wieder. Geil, ist jetzt auf Level 2. Das ist schon wieder direkt das nächste Level. Cooldown reduced oder raises inflicted. Ah, ja, ich sollte meinen Schaden erhöhen, ist eine gute Idee. Finde ich. Das ist eine sehr gute Idee. Das Problem ist, wir haben noch nicht mal diesen großen Fledermausschwarm hier bisher dran gehabt. Der kam ja irgendwie so bei Minute. Oh, scheiße, Alter. Oh, scheiße. Das war aber gut ausgewichen von mir. Hier kann ich jetzt aber leider gleich nicht mehr ganz ausweichen. Ich muss die Erfahrung hier einsammeln. Ich brauche die Erfahrung. Ja, sehr gut. Und jetzt würde ich sagen, noch weiter mit dem Damage hoch einfach. Oh Mann, scheiße, ey. Man kriegt dann auch wirklich richtig schnell Schaden. Das ist nicht zu unterschätzen. Ich wäre gern schneller. Das wäre irgendwie ganz geil. So ein bisschen schneller sein. Oder Heilung wäre auch ganz cool. Frage aufs. Und ich muss auch mal hier vielleicht doch mehr einfach in den Angriff reingehen. Vielleicht haue ich auch doch etwas zu sehr ab und ich mache halt leider keinen Schaden nach unten. Okay, Base Damage. Das maximale Leben hochnehmen. Ja, ich gehe auf die Peitsche. Weil das maximale Leben, gut, das hätte mir wahrscheinlich auch trotzdem 10% mehr Leben gegeben, aber das macht mehr Sinn, wenn man noch irgendwie Leben habt. Ne? Denke ich mal. Oh, guck mal, da kommen Skelette, die hat man, glaube ich, vorher nicht. Hören Sie auf! Oh Gott, ich wäre schon fast wieder verreckt, ne? Das wäre es fast gewesen. Schon mal ein so ein Fledermausschwarm und das ist, das wird unangenehm. Wenn der mich nochmal falsch erwischt. Man darf auch nicht zu gierig auf die Erfahrung sein. Manchmal macht es Sinn. Ja, hier würde ich jetzt natürlich gerade gerne rein. Man darf das nicht zu sehr sich zentrieren lassen. Character moves 10% faster. 10% schneller. It's supersonic speed. Das Gold wert. Zumindest sind doch bisher noch keine krassen Projektile oder so unterwegs. Aber 10% schneller ist richtig killer. Ist gerade so viel los. Heide Witzka. Ja, oh, aber guck mal, da gibt's richtig Erfahrung. Da gibt's richtig Erfahrung. Das ist sehr, sehr gut. Man muss mit denen hier spielen. Man muss hier, da drüben ist ein Geist. Ich habe einen Geist gesehen. Ich sehe hier ganz schön viele Geister. Die sind auch ganz schön schnell. Weil die immer auf einen zulaufen, ne, kann man das natürlich alles schon so ein bisschen manipulieren. So Circle-Bewegungen, so ein klassischer Circle-Jerk, das ist schon eine Sache, die vielleicht nicht so schlecht ist. Und jetzt würde ich dann doch hier aufs Leben gehen, in der Hoffnung, dass... Ja, ich habe kein Leben plus bekommen. Kriege ich irgendwo Leben? Es muss doch irgendwo die Möglichkeit geben, Leben zu nehmen oder Leben zu bekommen. Da glänzt irgendwas. Ich muss da hin. Irgendwas glänzt da. Ich weiß nicht was, vielleicht hilft es mir ja. Ich komme da aber nicht ran. Aber an das komme ich ran. Was ist das? Weißt du, es ist ein Cresser, es ist Zeitlupe. Ich bin Magier, ey. Das ist ja ein ganz nicer Effekt. Jetzt verstehe ich auch die Epilepsie, Das ist ein Gottesanbeter hin. Ich gehe mal noch aufs Knife. Das ist ja auch so ein Klassiker. Oh Gott. Ich muss richtig aufpassen. Da ist Leben. Sehr gut. Guck mal, wie die hier reingehen. Die wollen mich gefangen nehmen. Was fällt ihnen ein? Okay, ich habe oben schon so ein bisschen Damage gemacht. Das sollte ich mir merken. Weil ich muss hier ja offensichtlich durch. Oh, sehr gut. Was sind das denn jetzt? Ich dachte, es geht um Vampire. Oder bin ich selbst ein Vampir und habe das überhaupt nicht gecheckt? Dann würde ich aber hier, glaube ich, mir nicht solche
solche leckeren Gerichte reinhauen, ne? Das wäre dann eher was anderes. Sehr gut! Das wird die Runde. Ihr dachtet ja vielleicht schon, ach, nach der ersten Runde habe ich da keine große Hoffnung, dass das beim Ketos was wird. Beim Ketos, aber ne. Open it. Eine Triple. It's a Triple. Verdiene ich viel Geld. Peitsche, Peitsche, Messer. Kriege ich alle drei jetzt oder muss ich auswählen? Base Damage up. Und was noch? Base Damage up, Base Area. Level 6 ist die Peitsche jetzt. Und nochmal ein Projektil mehr. Jetzt, ich glaube, jetzt kommt es langsam in den Jam rein. 650 untote böse Wesen der Nacht. Habe ich schon besiegt. Ja, guck mal. Ja, ja, jetzt jammt das. Ich brauche hier diese komische Gottesanbeterin. Die muss ich natürlich noch mal beseitigen. Aber das fand ich auch ganz geil, so wie hier gerade hier diese ganzen Pflanzen so einen Kreis um mich rumgeschlossen haben. Und ich glaube, ich werde jetzt noch auf die Axt gehen. Setze ich die denn von selbst ein? Oh, warte. Muss ich das doch? Oder wird die... Oder die wird schon automatisch eingesetzt, oder? Ja, okay. Ich habe die ganze Zeit... Das ist ein bisschen ungewohnt, dass man selbst gar keine Aktion macht. Ich muss unbedingt an die Schatzkiste da rankommen. Das heißt, ich muss die erst ein bisschen weglotsen, anders geht's nicht. Und ich bräuchte auch dringlichst vielleicht etwas schnellere Angriffe. So. Die nächste Treasure. Also so viel Spaß am Lootboxen öffnen hatte ich schon lange nicht mehr. Und es ist so simpel. Aber es löst natürlich einen gewissen Glückshormonsrausch aus. Okay, jetzt kommen hier noch mehr Projektile raus. Ja, das ist sehr gut. Ich kann hier fast stehen bleiben. Irgendwann hat man halt vielleicht wirklich einen Damage-Output, wo man sich einfach hinstellen kann. Ganz relaxed. Wenn es halt besonders gut läuft. Die Äxte machen aber gar nicht so viel Schaden, wie ich mir vielleicht wünschen würde. Vielleicht ist es aber auch mal wieder an der Zeit, ja, etwas auf... Alter, ist da viel los. Alter, ist da viel los. Das war sehr gut. Und jetzt den Movement Speed wieder hoch. Boah, das war Killer. Alter, aber hier ist trotzdem... Hier ist wirklich... Also es ist eine... Es ist jetzt schon keine kleine... Oh, da komme ich kaum... Och nein! Ihr habt nicht mal die 1000 erreicht. 895... Aber schön, diese ganzen Statistiken, die man da dann auch bekommt. Da sieht man jetzt vor allem, dass es sich auch wirklich lohnt, die Startwaffe, die Peitsche, auch upgrade-mäßig in Betracht zu ziehen, weil damit hatten wir auch wirklich bei weitem die höchsten DPS. Von den Messern bin ich jetzt nicht so überzeugt, aber damit hätte ich vielleicht auch ein bisschen mehr zielen sollen. 7 Minuten 33 überlebt. Schon mal mehr. Das geht jetzt peu à peu. Würde ich jetzt noch eine dritte Runde machen, dann... Wäre das wahrscheinlich direkt ein 24-Stunden-Livestream oder so. Schönes, kleines Spielchen. Da sehe ich mich noch, ja, die ein oder andere Runde reinbuttern. Wenn euch das hier gefallen hat, dann könnt ihr mir das sehr gerne in Form von Bewertung und Kommentaren mitteilen. Wobei, das sage ich gar nicht mehr. Ich habe ja eigentlich Vertrauen in euch und sage einfach nur so, wenn euch das hier gefallen hat, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und wenn ihr mehr von meinem Kram sehen wollt, dann wisst ihr auch, was zu tun ist. Ihr seid hier auf YouTube, ihr kennt die Funktion. Die Plattform ist jetzt nicht erst gestern rausgekommen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video, Livestream oder wo auch immer man sich sonst sieht. Ciao, tschüdelö und rein!